Wölfe. Ihnen verdanken wir unseren engsten Vertrauten aus dem Tierreich, den Haushund. Dennoch kommt kaum ein anderes Wildtier in Fabeln und Märchen so schlecht weg wie der böse Wolf. Was ist also des Pudels Kern? Drei Forscher wollen das wahre Wesen des Wolfes ergründen. Sie leiten das Wolf Science Center in Österreich. Friederike Range, die Verhaltensforscherin aus Deutschland. Jeden Tag ist es eine Challenge. Jeden Tag ist passiert was Neues, jeden Tag ist was anderes los. Sofia Virani, die ungarische Wolfsexpertin. Sie passen immer dann auf, wenn man selbst unaufmerksam ist. Und dann machen sie Dinge, die sie nicht tun sollten. Wölfe. Und Kurt Kottreschall. Zack, zack, zack. Der Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle. Mit Wölfen zu arbeiten, sie großzuziehen, mit ihnen zu leben, ist schon wahnsinnig faszinierend. Die Wissenschaftler ziehen ein Wolfsrudel mit der Hand auf. Du machst das gut. Professionelle Trainerinnen beschäftigen die Tiere täglich. Ja. Bea Belenyi ist die, mit dem Wolf tanzt. Wenn die gestresst sind oder irgendwas Interessantes gibt, dann machen die einfach keinen Sitz mehr. Dann gehen die einfach weg. Und das können die auch, die sind Wölfe. Im Wolf Science Center will man herausfinden, ja, super, guck mal dir das an. Was unterscheidet Hunde von Wölfen? Annika. Sie haben ihre ganz, ganz eigenen Persönlichkeiten und wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Hier verrichten auch die Tiere Computerarbeit. Aragorn, denken bitte schön. Übe mal, war mal hier. Super ist. Wie intelligent sind Wölfe? Für das Langzeitprojekt holen Bea, Helene und das Kamerateam 4 Welpen aus Amerika. Die Wolfsforscher werden zu Partnern der Tiere. Sie stecken mit ihnen unter einer Decke. Gute Nacht, Wölfies. In den Schlossgärten von Ernst Brunn leben seit rund 1,5 Jahren ein Rudel Wölfe und ein Dutzend Wissenschaftler. Aragorn, Shima, Kaspar und Tataya sind die ersten Teilnehmer eines groß angelegten Forschungsprojekts. Diese Wölfe dürfen Wolf bleiben und haben dennoch eine enge Beziehung zu den ihnen vertrauten Menschen. Zahme Wölfe? Echte Wölfe, denen man aus nächster Nähe begegnen darf? Das ist die Gelegenheit, die Tiere und ihre menschlichen Partner näher kennenzulernen. 1,5 Jahre begleitet das Filmteam den Alltag in Ernst Brunn, um den Mitarbeitern des Wolfforschungszentrums bei ihrer Arbeit mit den Wölfen über die Schulter zu schauen. Allen voran Friederike Range, Sofia Virani und Kurt Kottreschall, den drei Projektleitern. Doch bevor es in Ernst Brunn so richtig losgeht, führt die Reise nach Montana. Dort erwartet das Wolfsteam Nachwuchs. Unweit der kanadischen Grenze gibt es eine Wildtierfarm, die seit vielen Jahren auch Timberwölfe züchtet. Das WSC-Team hat sich für Timberwölfe entschieden, da diese meist etwas ausgeglichener sind als die europäischen Grauwölfe. Bea Belenyi und Helene Möslinger sind bereits seit ein paar Tagen hier. Komm, wir ersten Welpen, schau dir das an. Sie ist unser Größter. Boah, ist die süß. Ja, schau dir das an. Wie alt ist sie jetzt? Die ist jetzt 18 Tage alt. Ja, das ist aber eine gut gelehrte. Bekommt seit 9 Tagen die Flasche. Nur durch diese frühe Nähe zu den Menschen wird sie eine zahme Wölfin. Bei Wölfen ist die Bindung ans Rudel von Natur aus stärker als zu den eigenen Eltern. Das erleichtert den Welpen die Umstellung. Tatonga ist die Älteste. Helene hält erstmals die zwei Jüngsten in Händen. Ja, das sind die Jungen von der Dakota, welche wir gestern bekommen haben. Und heute dem jetzt dann zum ersten Mal füttern. Und
das ist das Männchen, glaube ich. Ja, das ist das Männchen, das ist das Weibchen. Und sie sind heute 9 Tage alt. Geronimo und Yukon sehen und hören noch nichts. Erst in ein paar Tagen werden sie ihre Augen öffnen. Das ist das erste Mal, dass die beiden die Flasche kriegen. Und wie man das sieht, das ist nicht so einfach und nicht so eindeutig, dass man die Flasche annehmen sollte. Doch, nein, ist das nicht. Ja. Sicher, ich weiß. Ist hungrig. Du solltest auch hungrig sein. Der vierte im Bunde heißt Nanook. Seine Mutter hat ihn nicht angenommen und so bekam er von Anfang an die Flasche. Bea und Helene sind bereits ein eingespieltes Team und die kleinen Wölfe gewöhnen sich schnell an die neue Situation. Nachdem der Tierarzt und diverse Ämter alle notwendigen Papiere ausgestellt haben, kann die Reise nach Ernstbrunn losgehen. Da in Amerika keine Fluglinie Welpen in diesem Alter transportieren darf, müssen Bea, Helene, Barbara und ihr Kamerateam die Strecke mit dem Auto zurücklegen. Über 4000 Kilometer. In ein paar Monaten sollen die 4 kleinen Wölfe mit Kasper und Co. ein Rudel bilden. Aber wie hat das Projekt überhaupt begonnen? Vor einigen Jahren kam schon Friederike Range vorbei und wollte bei uns in Grünau ein Wolfsprojekt starten. Das scheiterte damals an der Finanzierung. Friederike ging nach Wien. Plötzlich war auch Sophie Virani aus Budapest in Wien. Und dann haben wir uns irgendwann vor 2,5 Jahren einmal dort getroffen und haben gesagt, jetzt oder nie, jetzt sind die richtigen Leute zusammen. 3 Leute, die verrückt genug sind, ein Wolfsprojekt aus dem Nichts zu starten. Und wir haben es einfach gemacht. Zunächst einmal das erste Jahr in Grünau und dann sind wir nach Ernstbrunn übersiedelt. Im Weinviertel hat das Wolf Science Center eine Heimat gefunden. Prinz Heinrich IV. Von Reuß ist ein engagierter Gastgeber, der keine Mühen scheut, es Tieren und Wissenschaftlern bequem zu machen. Die Timberwölfe Kaspar, Aragorn, Shima und Taya sind für Kurt Kottreschall die ersten Wölfe, die er näher kennenlernen darf. Jetzt bei mir. Sein ursprüngliches Bild von den Tieren hat sich verändert, denn auch in Fachkreisen haben sich lange 2 Schlagworte gehalten. Es ist Dominanz und Rangordnung und diese Dinge. Und natürlich hat man das auch relativ stark im Kopf gehabt, was man lernt im Umgang mit Wölfen, dass es natürlich gibt, aber dass es wesentlich weniger wichtig ist, als die Leute immer glauben möchten. Wölfe sind einfach hochsoziale Tiere, sind sehr differenziert in der Kommunikation. Also das darf man nicht ableugnen. Emotional ist man da schon sehr gepackt. Auch Sophia Virani teilt diese Leidenschaft. Sie interessiert besonders die Kooperationsbereitschaft der Wölfe mit Menschen und Hunden. In Ungarn hat die Verhaltensforscherin bereits erste Erfahrungen mit der Aufzucht von Wolfswelpen gesammelt. Seit ich mich erinnern kann, habe ich Tieren vertraut. Ich war damals noch ein wenig naiv. Ich hoffe, das bin ich jetzt nicht mehr. Ich hatte damals volles Vertrauen. Ich habe nichts Gefährliches erwartet. Das Verhalten der Tiere hat mich auch bestätigt. Sie kamen mir eher vorsichtig als furchteinflößend vor. Jetzt weiß ich viel mehr und kann einschätzen, was auf mich zukommt. Ihre Kollegin von der Universität Wien, Friederike Range, will vor allem herausfinden, wie das Zusammenspiel einzelner Individuen abläuft. Suchen sich Affen, Raben, Hunde, Wölfe ihre Partner gezielt aus? Diese 4 Timberwölfe sind auch für Friederike die ersten Wölfe, die sie mit der Hand aufgezogen hat. Es macht unheimlich viel Spaß, auch eine Beziehung zu den Tieren aufzubauen. Auf der anderen Seite sind es Wölfe und sie bleiben viel distanzierter als die Hunde. Sie haben ihre ganz, ganz eigenen Persönlichkeiten und wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Ein Hund kann ich immer irgendwie überzeugen, dass er dann doch will, mir zuliebe oder dem Menschen zuliebe. Der Wolf sagt halt,
Na, tut mir leid, heute nicht. Ist egal, was du in der Tasche hast, interessiert mich einfach nicht. Ich lasse mich auch nicht überzeugen durch irgendwas anderes. Heute mag ich nicht. Wie sensibel die Tiere sind und wie unterschiedlich sie auf die Kamera reagieren, zeigt sich bei jedem Drehtag aufs Neue. Ja, jetzt schauen wir uns den einmal an. Was tut der da? Hä? Jetzt mache ich einen Murzbar heuer und du rennst mit der Kamera aus dem Gehege. Was glaubst du, was wir dann gelernt haben? So gefährlich sind. Wie vertreibe ich Kamera? Ja, genau. Ja. Ja, und dieser Umgang mit Wölfen, der sehr, sehr viel Training verlangt, und zwar nur positives, also positiv verstärktes Training. Ist natürlich sehr nett, hat aber eigentlich nur den Zweck, dass sie in der Arbeit mit uns kooperieren. Eigentlich würde ich den Aragorn, ja. Aragorn, Aragorn, kommst du mal bitte raus? Ja, super. Zu den Trainingseinheiten stellen sich die Tiere förmlich an, auch wenn das Filmteam nebenan steht. Ja, du machst es super. So ist der Plan. Um Aragorn nicht unnötig zu irritieren und Bea die Arbeit zu erleichtern, ziehen sich die Regisseurin und der Tonmeister auf die Galerie zurück. Aragorn sieht, wohin die beiden gehen. Der Kameramann darf in seiner Nähe bleiben. Allerdings möglichst regungslos. Okay. Also man sieht doch den Schwanzhaltung, dass er ein wenig nervös ist, immer noch. Man muss ihm Zeit geben. Po? Und die Arbeit ist auch gut dazu, also die einfache Übung, damit er einfach auf irgendwas anderes aufpassen kann. Und was man ja auch sieht, wir arbeiten ständig mit Leckerli. Das ist wichtig, weil also mit Würfen zu arbeiten ohne Leckerli geht das nicht. Die sind auch darauf trainiert, dass die uns in unsere Augen gucken. Look. 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 Ja, so ist der brav. Komm mal, Aragorn. Komm mal. Aragorn ist der einzige Linkshänder unter den Ernst-Brunner Wölfen. Er winkt mit links. Ja, super. Die lernen natürlich auch Tricks. Das ist einfach den. Ja. Ja, super. Zu beschäftigen, damit die sich auch konzentrieren müssen. Und hier sieht man auch, wie scheu Wölfe eigentlich sind. Die fremde Person und das Riesenauge der Kamera sind Aragorn unheimlich. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Wäre Bea nicht hier, würde sich der Wolf wahrscheinlich ins letzte Eck zurückziehen, selbst wenn der Kameramann Futter dabei hätte. Ja, so ist er brav. Also man sieht ja auch, dass er hinter mir versteckt, weil ich einfach Sicherheit für ihn gebe. Und das ist sowas, was wir bisher von Wölfen nie behauptet hätten, dass ein Mensch denen Sicherheit geben kann. Na, mein lieber Felix. Wie sich das Training mit einem ausgebildeten Hund abspielt, zeigt Kendra. Also was man hier einen Unterschied gesehen hat, ist, sie geht nicht weg. Also sie exploriert nicht, sie hat sich umgeschaut und das reicht. Und jetzt sieht sie vor mir und guckt in meinen Augen hoch. Das ist auch ein Riesenunterschied. Und naja, Sitz muss ich nicht fragen. Und es ist auch so, bei ihr brauche ich ja kein Leckerli, um ihr Arbeiten zu kriegen. Kann der Öje fexi. Kendra ist voll auf Bea konzentriert. Jeder darf sich frei bewegen, nichts lenkt die Hündin von ihrer Aufgabe ab. Die Malinois-Hündin schaffte mit Bea sogar die Therapiehunde-Ausbildung. Diese Perfektion wird ein Wolf wahrscheinlich nicht erreichen. Nochmal, so solche Sachen wie Zähne zeigen ist bei einem Hund wesentlich einfacher. Das ist bei ihr ja natürlich auch einfacher.
Weil wenn ich das mit einem Wolf ohne Leckerli mache, dann beißt er meine Hand runter. Das nicht so, aber er zeigt schon, dass ihm das nicht passt. Aber mit meinem Hund kann ich das ohne weiteres machen. Und das soll ja auch beim kleinen Hund ein Problem sein. Und außerdem können Hunde viel länger konzentrieren. Die passen von Haus aus auf den Menschen auf. Das machen Wölfe nicht, das müssen die erst lernen. Das ist das einfachste Weg zum Futter, ist, wenn die auf mich aufpassen. Und ja, dass Hunde uns einfach beachten, für den zählt, was wir meinen, was wir machen. Und es ist bei den Wölfen nicht immer so. Also die lösen deren Probleme schon selber. Kendra, Guinness, Polita, Todor und Oscar sind die privaten Hunde von Bea, Friederike, Kurt und Sophie. Sie waren von Anfang an dabei. Sie halfen bereits bei der Aufzucht der ersten Wölfe mit. Die mittlerweile ausgewachsenen Wildtiere haben vor den Hunden nach wie vor Respekt. Diese domestizierten Vierbeiner geben ihren Vorfahren Sicherheit in ungewohnten Situationen. Sie helfen bei gemeinsamen Spaziergängen und wirken bei manchen Testsituationen als Vorbilder mit. Wie gut Wölfe Probleme selbst lösen, führt Aragorn vor. Er will etwas ganz Bestimmtes und das sofort. Was nehmen wir jetzt weg? An das hätte ich denken müssen. Meine Dummheit. Das nervt draußen, gell? Jetzt braucht ihr ein Stück Fleisch, haben wir aber nicht. Zuerst hat es der Argon gehabt, jetzt hat es der Kasper. Und das will er jetzt nicht hergeben. Anfangs ist die Kameraunterlage nur ein reizvolles Spielzeug. Nun ist sie ein Statussymbol. Nein. Einem Hund würde man das Diebesgut jetzt einfach wegnehmen, nicht so den Wölfen. Kurt bekommt einen Knurrer und lässt es lieber sein. Ich fürchte, das haben wir verloren. Da muss ich erst die Stimmung wieder ändern, sonst kann ich da gar nichts machen. Es ist nicht die Stimmung allein, die Kurt abhält, den Wölfen das Ding abzuknöpfen. Die Forscher vermeiden das prinzipiell, damit keinerlei Misstrauen aufkommt. Haben wir jetzt natürlich inszeniert, dass ihr nicht glaubt, dass Wölfe nur Schäferhund sind. Ja, ihr! Hey, ei, 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 ei! Kaspar, sit. Gut. Das einzige Rezept gut. Bei solchen Zwischenfällen lautet, so tun, als ob nichts gewesen wäre. Also zurück zur Routine. Da ja, komm her. Da ja. Da ja! So, die medikamentieren wir jetzt. Au, kriegt ihre Medikamente. Damit es ihr gut geht. Ja, und hinten auch ein bisschen Belohnung. Au, beiß mir nicht den Finger ab. So, Shima, kommt's her. Taya wurde wie die anderen drei im Tierpark Herberstein geboren. Sie leidet an Epilepsie und sie ist blind. Dafür orientiert sie sich erstaunlich gut. Sie ist sozial sehr nett. Sie kann man sogar mit Kindern zusammenbringen, ist überhaupt kein Problem. Wahrscheinlich dadurch, dass sie nicht sieht, verändert diese Auslöserreize nicht bei ihr. Sie ist ja viel weniger scheu wie die anderen. Das bin ich, ja, hallo. Tayas Erkrankung ist eine Folge von Inzucht. Sie ist die Schwester von Kaspar. Shima und Aragorn sind ebenfalls Geschwister. Diese Tiere sollten also nicht miteinander für Nachwuchs sorgen. Für eine fundierte wissenschaftliche Arbeit braucht es mehr als drei gesunde Wölfe. Und um jegliche Verwandtschaft auszuschließen, entschlossen sich Sophie, Friederike und Kurt, die vier Welpen aus Amerika holen zu lassen.
Das ist der Grund für die abenteuerliche Reise von der Grenze Kanadas, der ursprünglichen Heimat der Timberwölfe, bis nach New York. Bevor die Fahrt losgeht, montiert Kameramann Ferdinand Zibulka Mikrofone und Licht im Auto. Dann müssen 4 Menschen, 4 Wölfe, ein Haufen Gepäck sowie alle Babyutensilien Platz finden. Es wird eng. So viel steht fest. Es ist der 11. Mai. Am 17. müssen die Wölfe mit ihren Betreuern in New York sein. Dazwischen liegen 4500 Kilometer. Alle 2 Stunden verlangen die Welpen nach der Flasche. Gefüttert wird im fahrenden Auto. Ihr Geschäft erledigen die Wölfchen freilich auch dort. Bär und Helene unternehmen alles, damit es den Welpen gut geht. Ein Pinkelstopp für die Zweibeiner ist eine gute Gelegenheit, Frischluft zu tanken. Ein paar tiefe Atemzüge, ein wenig Welpenknuddeln und weiter geht die Reise. Die Pflegemütter beschließen, die erste Nacht durchzufahren. Durchfüttern müssen sie ohnehin. Und nach jeder Mahlzeit brauchen die Kleinen noch eine Bauchmassage, damit die Verdauung funktioniert. Das ist die wichtigste. Die 4 Wölfchen haben sich gut eingelebt. Dennoch, 36 Stunden on the road reichen fürs Erste. Bea und Helene verwandeln das nächstbeste Motelzimmer in einen Welpenaufzuchtsraum. Tatonga bekommt das Badezimmer als Auslauf. Wenn wir 20 Milliliter Pulver nehmen, also 1:1, und dann auf 60 auf, dann haben wir wie viel? Genug. Da haben wir mehr als genug. Deine Augen schon offen? Noch nicht. Oh, super. Bäuerchen. Während in Amerika alle vom Ausschlafen träumen, versuchen die Mitarbeiter des WSC noch so viel wie möglich abzuarbeiten. Denn Friederike Range weiß, in ein paar Tagen werden die Welpen ihren Tagesablauf bestimmen. Friederike holt Kaspar in den Testraum. Sie will wissen, ob die Wölfe zu einem mathematischen Kettenschluss fähig sind. Dazu greift sie auf eine Standardaufgabe zurück, die Wölfe mittels Touchscreen erlernen. Kaspar, komm! Guck mal. Ist alles in Ordnung. Ja. Oh, Kaspar. Ja, du musst keine Angst haben. Ja, super. Super. Kaspar, du hast es dir verdient. Der Wolf lernt die Reihenfolge von 7 Objekten und dass jeweils A größer als B ist und B größer als C und so weiter. Hier einmal zum Mitdenken. Klickt der Wolf das richtige, also das höher stehende Symbol an, bekommt er eine Belohnung. Klickt er das falsche Symbol an, wird der Bildschirm rot und es gibt nichts. Letztendlich wird die Frage lauten, versteht der Wolf auch, dass A größer als C ist und B größer als D? Kaspar arbeitet an der Sequenz jetzt seit 14 Monaten.
Das lief so gut. Doch erst wenn er 80% der Durchgänge richtig gemacht hat, beginnt die eigentliche Testphase. Im Durchschnitt benötigen Hunde dafür 3 Jahre. Wie lange die Wölfe brauchen, weiß Friederike noch nicht. Na super, 28. Boah, fertig bist du. Was jetzt völlig faszinierend war bei dem Ganzen, ist, dass er gearbeitet hat, obwohl beide Türen offen sind. Also er kann rausgehen, wenn er will. Er steht hier, um zu arbeiten. Er wird zu nichts gezwungen, das sieht man jetzt ganz deutlich. Die sind gestern Abend mit Reh gefüttert worden. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt so einen Hunger hat, dass er jetzt verhungern würde, wenn er rausgehen würde. Auf der anderen Seite habe ich die Schüssel hier in der Hand. Und das wäre der viel leichtere Weg, eigentlich hierher zu kommen und aus der Schüssel das Futter zu nehmen. Und er arbeitet aber dafür. Also auf der einen Seite funktioniert es einfach, dass sie gelernt haben, dass das meins ist. Und auf der anderen Seite arbeitet er einfach sehr gerne. Die Tiere beginnen im zarten Alter von 4 Monaten mit der Computerarbeit. Von der eigentlichen Testphase sind dennoch alle weit entfernt. Also die Sequenz von 7 Objekten ist sehr, sehr schwer. Auch für Kinder. Also kleine Kinder schaffen das auch nicht. Also ich glaube mit 4, 5 Jahren oder so schaffen sie es dann mit den 7 Objekten, wenn überhaupt zu früh. Viele Studien haben nur eine Sequenz von 5. Und 7 ist schon um einiges schwieriger. Das Problem ist, bei 5 habe ich natürlich nicht viele Testmöglichkeiten. Und bei 7 habe ich gleich eine ganze Menge mehr Testmöglichkeiten. Deshalb haben wir 7 gewählt. Hätte ich gewusst, wie lange die Tiere dran sitzen, hätte ich 5 genommen. In Amerika geht es Helene und Bea im Moment noch nicht um große Testfragen. Sie notieren penibel, wann und wie viel ihre kleinen Schützlinge trinken. Nachdem seit Tagen von Durchschlafen keine Rede ist, nützt Bea jede Ruhephase der Kleinen. Barbara versucht unterdessen, Tatonga davon abzuhalten, das Auto zu zerlegen. Vielleicht ist es nicht die beste Zusammenstellung, wenn ich kommen will. Nanook geht es nicht besonders gut und das Wetter ist miserabel. Was tun? Man sieht nicht einmal die Hand vor Augen. Eine Pause ist angesagt. Flugzeug hin oder her. Die Gesundheit der Tiere hat Vorrang. Bea und Barbara beschließen, auf besseres Wetter zu warten, um dann so schnell wie möglich in den befreundeten Wolfspark von Indiana zu fahren. In Ernstbrunn gibt es unterdessen keine Aufregungen. Shima, Aragorn, Kasper und Taya geht es gut. Dennoch kommt heute ein Tierarzt, eine reine Routinesache. Shima soll auch mit solchen Situationen vertraut werden. Das geht so nicht, Mäuschen. Dr. Michael Antolini hat das Projekt von Anfang an unterstützt. Seine Familie übernahm Patenschaften für 2 Wölfe. Shima kommt zwar immer wieder zu Friederike zurück, doch ruhig stehen bleiben. Shima, komm mal. Das geht noch nicht. Ja, super. Jetzt klappt's. Bravo. Super. Bravo. Super. 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 Was nicht zusammenpasst, der Herzschlag ist viel ruhiger als ihre Agilität. Das ist mir aufgefallen. Das ist wirklich, sie ist eigentlich ruhiger, als wie sie so wirkt. Normalerweise, wenn ein Hund so ist, dann geht, hat er einen Herzschlag von 120. Das geht bum, 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 bum. Aber sie ist ganz ein deutlich niedrigerer Herzschlag. Shima soll heute auch eine Spritze bekommen. Die Wölfe haben dasselbe Vorsorgeimpfprogramm wie Haushunde. Brav. Brav. Meistens zeigen die Tiere keinerlei Reaktionen auf den Stich. Auch Shima bekommt ihn offensichtlich gar nicht mit. Super, bravo. Nicht alles klauen. Das war mit eins der faszinierendsten Dinge jetzt. Das war jetzt so viel Vertrauen, das die Shima uns entgegengebracht hat.
dass sie sich hat halten lassen von hinten von der Schofi, dass sie nicht weg kann. Und von einer fremden Person hat anfassen lassen. Faszinierend. Super. Hm? Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Zurück in den Vereinigten Staaten. Bea, Helene und das Filmteam sind im Wolfpark von Indiana angekommen. Bea ist überglücklich zu wissen, dass sie die Welpen hier gut versorgen kann. Die Mitarbeiter haben bereits alles vorbereitet. Für die vier Wölfe gibt es einen eigenen Welpenraum. Helene und Bea absolvierten hier vor ein paar Wochen ein Praktikum. Sie kennen den Hausbrauch. Der Wolfpark wurde 1972 von Dr. Erich Klinghammer gegründet. Er hat gemeinsam mit seiner Frau zahllose Wölfe mit der Hand aufgezogen und gilt als einer der ganz großen Experten. Erich sieht sich die Puppies an und hat sofort einen Verdacht, warum die Welpen schlapp sind. Seine Frau am anderen Ende der Leitung bestärkt seine Vermutung. Ja, okay. Out then, bye bye. Die Welpenmutter meint, passt auf, dass es ihnen nicht zu warm wird. Das Welpenzimmer ist perfekt klimatisiert. Da werden sich die Kleinen auf jeden Fall erholen. Und Helene und Bea können sich in aller Ruhe um sie kümmern. Das genussvolle Schmatzen beruhigt. Nanook hatte tatsächlich eine Infektion und bekam ein Antibiotikum. Wie geht es ihm jetzt? Also schon besser. Die sind auf dem guten Weg. Die trinken jetzt viel, also die Ruhe und alles, dass sie hier nicht gestört werden, das hilft sehr viel. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich beim Zusammenleben mit den Wolfswelpen alles ums Trinken und die Konsistenz des Kots dreht. Gibt es dabei keine Auffälligkeiten, sind die Tiere gesund. Die Kleinen dürfen sich noch eine Nacht ausruhen. Dann heißt es Abschied nehmen. Helene fliegt von hier aus direkt nach Hause. Bea und das Filmteam werden mit den Welpen die Reise fortsetzen. Helene kehrt in den Frühling zurück. Wölfe und Forscher sind in den sogenannten hängenden Gärten von Schloss Ernstbrunn untergebracht. Am Tagesprogramm steht String Pulling, am Seil ziehen. Chima, was soll denn das jetzt? Sie legt sich da jetzt gleich hin, irgendwo in den Schatten. Ja, sie hat echt. Recht hat sie. Chima will heute nicht. Ja, sonst wollen wir einen Kasper. Das machen wir es wieder. Aragorn, komm weiter. Doch nicht Kasper, sondern super. Aragorn hat sich vorgedrängt. Er möchte mitmachen. Aragorn, kommst du mal? Komm mal, komm. Der muss jetzt erstmal genau alles untersuchen und ein bisschen rumschauen. Das müssen wir im Moment warten, bis er soweit ist zum Arbeiten. Also in dem Versuch geht es darum, dass ob die Wölfe den Zusammenhang verstehen, dass wenn sie an dem Seil ziehen, dass sie dann an das Futter kommen. Hier hat er jetzt die Wahl zwischen zwei Seilen. Eins ist verbunden mit dem Futter und das andere nicht. Und wenn er einmal anzieht, dann ist das seine Wahl und damit muss er sich zurechtfinden. Also er darf dann nicht hin und her wechseln. Ja, das ist falsch. Nur falsch. Hallo. Aragorn versucht das Seil mit der Pfote, mit der linken, wie es sich für einen Linkspföter gehört, zu erwischen. Das ist
schwierig, wenn sie es nicht erwischen. Aber das Faszinierende, was wir jetzt hier auch sehen, ist, dass ich ihm im Prinzip dabei helfen kann, an das Futter zu kommen. Also es kommt keinerlei Aggressivität, selbst wenn ich dann das Seil nehme mit dem Futter, um ihm zu helfen. Es kommt kein Knurren, er weiß genau, er kriegt das Futter, er vertraut mir komplett, dass es kein Problem ist. Es war im Wolfpack etwas anders, die mussten die dann immer weglocken mit Futter, damit die an das Seil reingekommen sind. Also die hatten, die Wölfe hätten das nicht so hergegeben, die hätten das nicht so machen können, wie wir das hier machen. So, das war's. Aragorn darf zurück zu den anderen. Komm mal gerne. Ja, super, komm. Wir gehen hier, wir gehen nicht da wieder rein. Den vier amerikanischen Welpen geht es wieder gut. Wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, sind sie rechtzeitig in New York. Rund 1200 Kilometer in 16 Stunden sollten zu schaffen sein. Der Schilderwald nimmt kein Ende und der Sonnenaufgang lässt auf sich warten. Auch Bea ist die Ruhe nicht lange gegönnt. Ey, da fließt! Na bitte. Yes, sir. Das ist super. New York. Es ist geschafft. Die ungewöhnlichen Passagiere sorgen bereits in der Abflughalle für Begeisterung. Wolfswelpen bei den Sicherheitskontrollen von JFK dabei zu haben, ist ein echter Geheimtipp. Kein Anstellen, keine Fragen, kein Warten. Nur Filmen war verboten. Sogar Shopping ging sich noch aus. Tatonga bekam endlich ein Plüschtier zum Spielen. Die anderen Fluggäste nehmen es gelassen. Niemanden stört der improvisierte Welpenspielplatz. Keine Frage, die Wölfe sind die Stars on board. Und sie stellen die Stewardessen vor neue Aufgaben. Diesmal bitte ein handwarmes Flascherl mit Welpenmilch. Mit Tatonga kommt keine Langeweile auf. Viel Papierkram war notwendig, bis dem WSC erlaubt wurde, vier Wölfe aus Amerika zu importieren und im Passagierraum nach Wien zu bringen. Für die kleinen Wölfe hätte es keine andere Möglichkeit gegeben. Sie brauchen regelmäßig zu trinken, ein Transport im Gepäckraum wäre viel zu riskant gewesen. Im Rollfeld begrüßt Friederike Range ihre neuen Schützlinge. Sie kann es kaum erwarten, die Kleinen abzuschmusen. Doch zuerst müssen die Welpen zum Amtstierarzt und dann wartet noch der Pressetrubel. Stolz präsentieren Bea Belenyi und Kurt Kotterschall den neuen Nachwuchs. Danach müssen Tatonga, Nanook, Yukon und Geronimo noch ein letztes Mal ins Auto. In Ernstbrunn angekommen, führt Beas erster Weg zu ihren alten Freunden. Hey, Glocke! Hallo! Aragorn, Kaspar und Shima erkennen sie sofort.
Was für eine Begrüßung. Das muss wahre Liebe sein. Ein Wolf fehlt im Rudel, Taya. Der blinden Wölfin geht es seit ein paar Tagen gar nicht gut. Sie liegt in einem abgetrennten Gehege. Während sich Bea um die kranke Wölfin kümmert, genießen Friederike und Sophie ihre ersten Stunden mit den Welpen. Die kommenden Nächte werden die beiden mit den Jungen verbringen. Mit diesen weiteren 4 Wölfchen ist ein entscheidender Grundstock für die großen Vorhaben des Wolf Science Center gelegt. In Zusammenarbeit mit der Universität Wien soll hier das wahre Wesen des Wolfes erforscht werden. Sophie und Friederike übernehmen sofort ihre Rolle als Ersatzmütter und kümmern sich um das leibliche Wohl der Welpen. Kurt gerät ins Schwärmen. Es ist klar absehbar, dass wir hier Dinge machen können, die man sonst auf der Welt nirgends machen kann. Also einfach experimentell mit Wölfen arbeiten und sie fragen, wie organisiert ihr eure Zusammenarbeit? Was könnt ihr eigentlich? Wie denkt ihr? Also das sind schon ganz faszinierende Dinge und da hoffen wir, dass wir in den nächsten 15 Jahren da entscheidend reinkommen. Das ist wieder eine klassische Rollenaufteilung. Die Männer geben das Fleisch und die Frauen die Milch. Nanook bekommt seine erste Fleischration. Von Friederike. Bea, Helene und das Filmteam haben die Wölfe wohlbehalten nach Ernstbrunn gebracht. Für Friederike, Sophie und Kurt beginnt ein neuer Abschnitt. Die Kleinen müssen nun auch eine Bindung zu ihnen aufbauen. Noch stehen Schmusen und Spielen im Vordergrund, aber schon bald warten die ersten Aufgaben auf die Welpen. Welche geistigen Fähigkeiten stecken im Wolf? Wie denken Sie? Und was können Hunde? In der nächsten Folge kommen gleich noch ein paar Welpen dazu. Die Vergleichsgruppe. Welche Unterschiede bestehen zwischen Hunden und Wölfen tatsächlich? Bea darf sich zuallererst einmal ausschlafen gehen.